Hallo, ihr Querlinge! In dieser Episode geht es richtig zur Sache. Gottheit und Dämonenfürst steigen auf die materielle Ebene Golarions hinauf, beziehungsweise hernieder. Und auch Aredu Wolesch ist wieder mit dabei. Los geht's! Ein riesiger, öliger Nalfeschnee wartet mit gefalteten Armen auf euch. Hier kommt die Kommandantin, Kinder. Hahaha! Also, Kommandantin, gefällt dir, was du siehst? Du bist gerade noch rechtzeitig angekommen, um deine Freunde um Hilfe schreien zu hören. Sie vertrauten dir und schau nur, was mit ihnen passiert ist. Glaubst du tatsächlich, dass du sie retten kannst? Ha! Was glaubst du denn, wer du bist? Oh, das werde ich dir gleich zeigen. Und Aponavikius, irgendwer, der in seiner Nähe steht, wer oder was auch immer ist. Du hättest unseren Herrn nicht verärgern sollen, Sterbliche. Er wird dir alles wegnehmen, was du hast, dein Verstand und dein Fleisch eingeschlossen. Du gehörst jetzt ihm. Ja, so leicht ist das nicht. Ich werde meine Freunde retten. Der Nalfeschnee bricht in Gelächter aus. Ich werde meine Freunde retten. Haha. Und wie genau wirst du das tun, du erbärmliche golarianische Made? Was kannst du denn alleine ausrichten, ohne deine Armee? Inspirierende Reden brüllen. Oh nein, ich habe ja so viel Angst. Und dann werden alle erbärmlichen Verteidiger von Dretzen inspiriert sein und in eine unbesiegbare Streitmacht verwandelt. Hahaha, ja, so läuft das normalerweise. In Märchen jedenfalls. Weißt du, wie es im wirklichen Leben weitergeht? Und Aponavikius, deine Freunde werden im Kerker meines Herrn verrotten. Und ihre Gebeine werden zu unzähligen anderen geworfen werden. Und Orengovda, wir werden deine Armee auslöschen und dich gleich mit. Ich werde aber nicht jeden töten. Dich werde ich in einen Käfig sperren und dann anfangen, deine Freunde zu quälen. Sobald ich mit ihnen fertig bin, werden sie kommen und dir ins Gesicht spucken. Sie werden dir selbst sagen, zu welcher Qual du sie verdammt hast. Und Aponavikius, affektiert grinsend bemerkt der Marilith beiläufig. Es ist an der Zeit, das Leben dieser Sterblichen zu beenden. Sie hat nichts, was uns überraschen könnte. Und Orengovda, du bist nur ein arrogantes, sterbliches Insekt. Du bist niemand. Seid ihr endlich fertig? Erfordert der Gentweg wahre Legende. Wahre Legende? Was ist das für ein Legendenweg? Den kenne ich gar nicht. Aber wir spielen Azata. Wir haben ja eine Azata-Antwort also. Legendenweg Azata. Ich bin der Wind der Veränderung. Du hättest nicht versuchen sollen, dich mir in den Weg zu stellen. Als die Macht durch euren Körper rauscht, zerreißt sie ihn fast. Die Wunde in eurer Brust platzt mit einer Gischt aus Blut auf. Die Macht, die euch der Abyss und Aredu Wolesch geschenkt haben, entlädt sich in diese Welt und ihr zahlt mit reinster Qual den Preis dafür. Das Echo eurer Stimme hallt über die Straßen von Dretzen hinaus und verbreitet sich über die Stadt hinweg. Es steigt in die Luft und wird von einem Stimmenchor beantwortet, der in jeder Straße und Gasse nachzuhallen scheint. Aber ist es wirklich nur ein Echo? Oder sind dies vielleicht tatsächlich die Stimmen eurer Freunde, die eurem Hilferuf gefolgt sind? Der Schweinebraten. Ach, wie gern hätte ich ihn leiden sehen. Aber dazu ist Nokori die Falsche. Hätte ich einen anderen spielen sollen, hätte das mehr ausgekostet. Dämonisch und göttlich, Steamerungenschaft. Wer bist denn du? Iobedae? Urplötzlich legt sich eine unglaubliche Stille über die Stadt.
Sie wird durchbrochen von feierlichen Fanfarenklängen, die gleichzeitig aus weiter Ferne von überall und von nirgendwo zu kommen scheinen. Sämtliche Blicke sind auf das riesige Buntglasfenster der Hauptkathedrale der Stadt gerichtet. Es beginnt in einem sanften Licht zu erstrahlen, bevor nur einen Augenblick später eine einzelne Gestalt aus dem Glas heraus auf das Pflaster von Dretzen tritt. Knight Commander, at last we meet. Sie ist unverkennbar. Iomedae, die Göttin, die sich dazu herabgelassen hat, in die Welt der Sterblichen hinabzusteigen. Sie strahlt derart hell, dass seine Gefährten gezwungen sind, den Blick von ihr abzuwenden. Die überlebenden Dämonen erzittern, während die Stadtbewohner auf die Knie fallen. Die Göttin hat allerdings nur Augen für dich. Nokori, endlich begegnen wir uns. Wahnsinn, seht ihr Leute, das ist deine Göttin. Das wäre vielleicht Dringil-Style. Aber Nokori ist ja auch rechtschaffen. Angreifen, ist ein Quatsch. Naja. Nokori ist vom Hintergrund her ja auch religiös. Ja, Akolytin von Sarendre. Aber ich glaube, vor diesem Hintergrund würde sie rechtschaffen erstmal niederknien. Rise. I have not come here to receive homage. Erhebt euch. Ich bin nicht hier, damit ihr mir huldigt. I suppose you are asking yourself why I am here. Gods must not interfere directly in the affairs of mortals. But what is happening here, in the World Wound, is no longer the concern of mortals alone. Ich nehme an, ihr fragt euch, warum ich hier bin. Götter sollten sich nicht direkt in die Geschicke von Sterblichen einmischen. Doch was hier geschieht, in der Weltenwunde, ist keine Angelegenheit mehr, die allein die Sterblichen betrifft. And this is proof. This fortress has witnessed so many horrors and miracles. It makes me wonder how it still stands. Die Göttin wendet ihren Blick einen Moment lang von deinem Gesicht ab und sieht über Dretzen hinweg, um das Chaos zu betrachten, das die jüngste Schlacht und die Manifestation deiner Kräfte angerichtet haben. Und das ist der Beweis. Diese Festung hat so viele Schrecken und Wunder erlebt, dass ich mich frage, wie sie überhaupt noch stehen kann. Goodness and the light of hope are not unknown to you, but you mix them with recklessness. And the power that feeds this recklessness is dangerous. Das Gute und das Licht der Hoffnung sind euch nicht fremd, aber ihr vermischt sie mit Rücksichtslosigkeit. Und die Kraft, die diese Rücksichtslosigkeit nährt, ist gefährlich. You have achieved victory by uniting outcasts and pariahs. But where are you leading them? And what will your beautiful promises of freedom cost you? Ihr habt den Sieg errungen, indem ihr Außenseiter und Verstoßene geeint habt. Doch wohin führt ihr sie? Und was werden euch eure schönen Versprechungen von Freiheit kosten? But I did not come here to reproach you, or to bewail the fate of the unfortunate defenders of Dresden. Aber ich bin nicht hier, um euch zu tadeln oder das Schicksal der bedauernswerten Verteidiger Dretzens zu beklagen. I wish to stop the forces of evil and defend Golarion, both from Daskari's violent rage and from Nocticula's insidiousness. But that is not my only goal. I have come here to restore justice. For justice is the birthright of all. That's why I hail you as a heroine who has triumphed over the demons many times. Ich möchte die Kräfte des Bösen aufhalten und Golarion beschützen. Sowohl vor Daskaris Raserei als auch Nocticulas Heimtücke. Aber das ist nicht mein einziges Ziel. Ich bin hier, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Denn Gerechtigkeit ist das Geburtsrecht aller Geschöpfe. Ich preise euch deshalb als eine Heldin, die etliche Male über die Dämonen triumphiert hat. At the same time, I grieve for you, as for a soul that is caught in a web of demonic deceit and villainy. Gleichzeitig traure ich um euch als eine Seele, die in einem Netz dämonischer Täuschungen und Bösartigkeit gefangen ist. Mhm. Sie spielt offensichtlich darauf an, dass Nokoria Produkt Arelu Vorleschs ist und dass ihre Kraft der eines Dämonenlots entspringt.
Und da wäre ja auch die Wunde, die erst jetzt wieder richtig eskaliert ist. Und Nogori wollte ja die ganze Zeit schon diese Wunde loswerden. Deswegen fragen wir mal sie. Wen sollen wir sonst fragen? Ihr habt recht, aber was kann ich schon dagegen tun? I have come to help you. Aha. Ich bin hier, um euch zu helfen. In that moment, when my poor Harold was being torn apart by monsters, he found the strength to send me a message about what he had learned in the Abyss. You were in Illusionera, where you spoke with the Lady in Shadow and the architect of the World Wound. They confessed what they had done to you, but they did not reveal the whole truth. Both you and this unfortunate world will have to pay dearly for the power that they so generously bestowed upon you. But all is not yet lost. That is why I have come. Mhm. Das klingt nicht gut. In dem Moment, in dem mein armer Herold von Monstern in Stücke gerissen wurde, fand er die Kraft, mir seine Erkenntnisse aus dem Abyss in einer Nachricht zu übermitteln. Ihr wart in Alushinira, wo ihr mit der Dame im Schatten und der Architektin der Weltenwunde gesprochen habt. Sie haben zugegeben, was sie euch angetan haben. Aber sie haben euch nicht die ganze Wahrheit offenbart. Sowohl ihr, als auch diese bedauernswerte Welt, werdet teuer für die Macht bezahlen müssen, die euch so freigebig verliehen wurde. Doch noch ist nicht alles verloren. Und deshalb bin ich hier. Die Mauern Dretzens erzittern erneut und mit einem schallenden Lachen erscheint vor der strahlenden Göttin ein schwarzer Schatten. Nocticula höchst selbst. Neben ihr steht Arenu Borlesch, die die Göttin mit einem Blick voll eiskalter Wut anstarrt. Okay, die haben eine persönliche Feder. Who here has been taking my name in vain? Ah, it's you, the Inheritor. What's this? Our worst fears have come to pass. The gods are flocking to Galarian. This merry little tinderbox could ignite at any moment, reducing the material plane to dust. Nocticula gibt ihr Stell dich ein. Hochgeschlossen wie eh und je. Wer hat hier meinen Namen missbraucht? Ah, ihr seid es, die Erbin. Aus dem Mund des Succubus klingt Iomedaes Titel wie eine hübsch verpackte Beleidigung. Was geht hier vor? Unsere schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Die Götter strömen in Scharen nach Golarion. Naja, von Scharen kann nicht gerade die Rede sein. Dieses nette kleine Pulverfass könnte sich jeden Moment entzünden und die materielle Ebene in Staub verwandeln. I did not come here to fight. Und Iomeda ist nicht hier, um zu kämpfen. Oh, really? I didn't realize you were good for anything else. Forgive me, that was unfair of me. Judging by your successes over the last 100 years, fighting is not your forte. After all, the wound is still there, as far as I know. So why are you here? If you have come to meddle in my affairs, don't expect me simply to stand aside. Nocticula, ach wirklich? Mir war gar nicht bewusst, dass ihr auch noch etwas anderes könnt. Nocticula schmunzelt. Verzeiht mir, das war ungerecht. Euren Erfolgen in den letzten 100 Jahren nachzuurteilen, ist der Kampf eindeutig nicht eure Stärke. Soweit ich weiß, ist die Wunde schließlich immer noch da. Also, warum seid ihr hier? Wenn ihr euch in meine Angelegenheiten einmischen wollt, werde ich nicht einfach tatenlos zusehen. Göttin könnte diese Brut des Abyss verbannen oder sie vollständig vernichten. Ich glaube, Nokori weiß mittlerweile genug, dass so etwas nicht so ohne weiteres geht. Und wenn sowas vom Zaun gebrochen wird, dann möchte man nicht daneben stehen. Auch nicht als Nokori. Also, das würde sie sich jetzt verkneifen. So langsam kommt diese kleine Feier ja richtig in Schwung. Wer gesetzt sich wohl als nächstes zu uns? Kein Geilia vielleicht? Das wäre schön. Böse, ich will nicht hören, was ihr zu sagen habt. Ihr meint, er verschwindet, oder? Ach komm, chaotisch, das ist zu schön. So langsam kommt diese kleine Feier ja richtig in Schwung. Wer gesellt sich wohl als nächstes zu uns? Kaiden Kailian vielleicht?
The two of us will be more than enough. Listen to what I have to tell you. If she wishes to be present for this conversation, so much the better. Wir beide sind mehr als genug. Hört euch einfach an, was ich euch zu sagen habe. Wenn sie dieser Unterhaltung beiwohnen will, umso besser. Do you hear me, Nocticula? You and your servant are under no obligation to leave. I have come here to shed the light of truth. Let us see if you both can withstand its merciless radiance. I cannot change the flow of mortal history by force. After all, the world wound is their doing, although committed at the behest of the Abyss. But sometimes force is unnecessary, and truthful words are all it takes. Hört ihr, Nocticula? Es steht euch und eurer Dienerin frei zu bleiben. Ich bin hier, um das Licht der Wahrheit zu verbreiten. Finden wir doch heraus, ob ihr beide seinem unerbittlichen Glanz standhalten könnt. Ich kann den Lauf der Geschichte der Sterblichen nicht gewaltsam verändern. Obwohl es auf Geheiß des Abyss geschah, ist die Weltenwunde letztlich ihr Werk. Manchmal ist aber auch gar keine Gewalt vonnöten, sondern lediglich wahre Worte. The goddess who was mortal not so long ago is eager to judge us for our sins now. My sin, to be precise. What lies behind your eagerness, proud Iomedae? Righteous wrath? Or perhaps fear? Watch out. A simple mortal woman has learned how to grant powers to others. Powers which are beyond the wildest dreams of many imperial lords. This must be stopped, forbidden, taken away immediately. After all, what need will we have for all these arrogant gods, once we become their equals? Arelu lächelt kalt. Die Göttin, die vor nicht allzu langer Zeit noch selbst sterblich war, ist nun begierig darauf, uns für unsere Sünden zu richten. Für meine Sünde, um genau zu sein. Was steckt hinter eurem Eifer, stolze Iomedae? Rechtschaffener Zorn? Oder vielleicht Angst? Seht euch vor, eine einfache Sterbliche hat gelernt, anderen Kräften zu verleihen. Kräfte, die über die wildesten Träume vieler himmlischer Herrscher hinausgehen. Das muss sofort unterbunden, verboten und rückgängig gemacht werden. Denn wofür brauchen wir all diese arroganten Götter noch, wenn wir ihnen erst ebenbürtig sind? Silence! It is impolite to interrupt your elders. But you know, Inheritor, she does have a point. What are you going to do now? Break my weapon, which has made so many victories possible? And only because she received that weapon from my profane hands, and the entire affair must therefore be profane also? What real reasons do you have, save those born of your envy, your capriciousness, and your suspicions? Schweigt! Arelu presst unter Nocticulas kaltem Blick die Lippen zusammen. Es ist unhöflich, Ältere zu unterbrechen. Aber wisst ihr, Erbin, sie hat nicht ganz Unrecht. Was wollt ihr jetzt tun? Meine Waffe zerstören, die so viele Siege ermöglicht hat? Und das nur, weil Nokuri diese Waffe aus meinen unheiligen Händen empfangen hat und deshalb auch alles andere unheilig sein muss? Was sind eure wahren Gründe, abgesehen von denen, die eurem Neid, eurer Launhaftigkeit und euren Verdächtigungen entspringen? My reasons are quite real, as you well know. That is why you appeared here in such haste, is it not? You have woven a delicate lace of half-truths, Nocticula. From you and your servant, the Knight Commander has learned that she is bound to the world wound, that she is slowly dying because of its influence, and that she is yet capable of closing it. But you withheld a crucial piece of information. You never told her that closing the wound won't save her from death. For this lock will destroy the key to which it is bound. The one who closes the world wound will die along with it. Und Iomedae, ich denke, ihr wisst genau, was meine Gründe sind. Deshalb hattet ihr es doch so eilig, hierher zu kommen, oder etwa nicht? Ihr habt ein feines Netz aus Halbwahrheiten gesponnen, Nocticula. Nokuri hat von euch und eurer Dienerin erfahren, dass sie mit der Weltenwunde verbunden ist, dass sie aufgrund ihres Einflusses langsam stirbt und dass sie dennoch fähig ist, sie zu schließen.
Eine wichtige Information habt ihr ihr jedoch vorenthalten. Die Stimme der Göttin ist mit Zorn erfüllt. Ihr habt ihr nie erzählt, dass es sie nicht vor dem Tod bewahren wird, wenn sie die Wunde schließt. Denn dieses Schloss wird den Schlüssel zerstören, mit dem es verbunden ist. Wer die Weltenwunde schließt, wird gemeinsam mit ihr sterben. That is true. I tried to tell you back in Illusionera, but I was not allowed to. It is an unavoidable consequence of this process. To stitch two planes together as I have stitched Galarian and the Abyss, the soul of a mortal must be woven with the essence of the Abyss. To undo this seam, the original soul, the key, must be ripped apart. No one could survive such a process. Das ist wahr. Arelo klingt beinahe gleichgültig. Sie sieht die wütende Göttin nicht an. Ihr Blick ist fest auf dich gerichtet. Ich wollte es euch in Alushinira sagen, durfte es aber nicht. Es ist eine unvermeidliche Konsequenz des gesamten Prozesses. Um zwei Ebenen zu verbinden, wie ich Golarion und den Abyss verbunden habe, muss die Seele eines Sterblichen mit der Essenz des Abyss verwoben werden. Und um diese Verbindung wieder zu trennen, muss die ursprüngliche Seele, der Schlüssel, in Stücke gerissen werden. Niemand könnte das überleben. Das ist ja toll, schöne Aussichten für die zukünftige Ehe mit dem Göttergatten. Also, wir fassen zusammen. Mit anderen Worten, wenn ich die Wunde nicht schließe, sterbe ich. Und wenn ich sie schließe, sterbe ich auch. It is true. Now do you see the perils of accepting a demonic gift? No matter how much power the Abyss gives you, that power will always be tainted by lies and misfortune. This is the justice I promised you. The right to know the whole truth. And not to be a plaything in the hands of abyssal spawn. So ist es. Du hörst aufrichtiges Bedauern in Iomedaes Stimme. Erkennt ihr jetzt, welche Gefahren es mit sich bringt, ein dämonisches Geschenk anzunehmen? Egal, wie viel Macht einem der Abyss verleiht, sie wird immer mit Lügen und Leid behaftet sein. Das ist die Gerechtigkeit, die ich euch versprochen hatte. Das Recht, die Wahrheit zu erfahren und kein Spielzeug in den Händen abyssischer Brut zu sein. Nocticula, habt ihr versucht, das vor mir geheim zu halten? Trying, you say? I successfully hid the truth from you for as long as I deemed necessary. Are you expecting me to explain myself? My goal is to close the world wound, not to grant you a happily ever after. Wieso versucht? Ich habe die Wahrheit so lange erfolgreich vor euch geheim gehalten, wie ich es für nötig erachtet habe. Die Dämonin lächelt und zuckt mit den Schultern. Denkt ihr etwa, ich schulde euch eine Erklärung? Mein Ziel ist es, die Weltenwunde zu schließen. Nicht, euch ein glückliches Leben bis zum Ende eurer Tage zu bescheren. Was passiert, wenn ich dieser Macht entsage? You will live. Ihr werdet leben. You will lose everything that makes life worth living. Ihr werdet alles verlieren, was das Leben lebenswert macht. You will spoil a brilliant endeavor and destroy the lives of thousands of mortals who will be devoured by the legions of demons coming from the abyss. Aside from that, you won't do anything extraordinary at all. Und Nocticula, ihr werdet ein brillantes Vorhaben zunichte machen und die Leben tausender Sterblicher opfern, deren Schicksal es sein wird, von den dämonischen Legionen aus dem Abyss verschlungen zu werden. Abgesehen davon werdet ihr nichts Außergewöhnliches leisten. Göttin, könnt ihr mir helfen, meine Seele vom Einfluss des Abyss zu reinigen? Arelu has planted a piece of the Abyss itself in your soul. The only thing that can cleanse the soul of such a taint is that same soul. But I will be near. I will show you how to root out the demonic corruption. I am not a demon, and I do not offer any simple solutions. You will have to go your own way, no matter where it leads. Arelo hat eurer Seele ein Stück des Abyss selbst eingepflanzt.
Das Einzige, was eine Seele von einem derartigen Makel reinigen kann, ist sie selbst. Aber ich werde bei euch sein und euch zeigen, wie ihr die dämonische Verderbtheit austreiben könnt. Ich bin kein Dämon und biete keine einfachen Lösungen an. Ihr werdet euren eigenen Weg gehen müssen, ganz egal, wohin ihr euch führt. Was, wenn ich bereit bin, mein Leben zu opfern, um die Weltenwunde zu schließen? Oh, how noble. For a brief moment, I even felt some regret that we demons are incapable of such lovely feelings. You see now, Inheritor, my little protege has more nobility in her than you expected. Shame on you. Und Nocticula. Oh, wie edel. Ich habe es gerade sogar kurz bedauert, dass wir Dämonen zu derart zauberhaften Empfindungen nicht fähig sind. Nocticula tadelt Iomedae mit ihrem schlanken Finger. Seht ihr, Erbin? In meinem kleinen Schützling steckt mehr Edelmut, als ihr ihr zugetraut hattet. Ihr solltet euch schämen. This nobility is exactly why I came here. To help the Knight Commander learn the truth and to show her that she has been used. Besides, I do not believe that you have been acting for selfless reasons, Lady in Shadow. Honesty and nobility have never counted among your virtues. You own the main source of Nehindrian crystals, and your servant, Arilu, has learned how to break the laws of the universe with their help. Can it be that the ruler of darkness and mistress of assassins has not conceived a way to use this formidable gift for her own benefit? Genau dieser Edelmut ist der Grund, warum ich hier bin. Um Nokori dabei zu helfen, die Wahrheit zu erkennen und ihr zu zeigen, dass sie benutzt wurde. Außerdem glaube ich nicht, dass euer Handeln wirklich selbstlos ist, Dame im Schatten. Ehrlichkeit und Edelmut haben noch nie zu euren Stärken gezählt. Ihr kontrolliert die Hauptquelle der Nahyndorian-Kristalle. Und eure Dienerin Arelo hat herausgefunden, wie sich mit ihrer Hilfe die Gesetze des Universums brechen lassen. Ist es da wirklich vorstellbar, dass die Herrscherin über die Dunkelheit und Schutzpatronin der Assassinen nie darüber nachgedacht hat, wie sie dieses gewaltige Geschenk zu ihrem eigenen Vorteil nutzen kann? Accusations, suspicions, all completely hollow, just like your bright-eyed pretty little head. It's a pity you inherited Eridan's sword, but not his sharp mind. I have but one goal now, to stop the armies of that lecherous billy goat and that gluttonous bug from strutting around my domain as if it were their own. I don't give a fig whether it will help mortals or hurt them. If the enemy of your enemy makes you a mutually beneficial proposition, you would have to be a complete idiot to say no. Nocticula rollt resigniert mit den Augen. Anschuldigungen, Verdächtigungen, nichts als Gewäsch, ebenso leer wie euer hübsches kleines Köpfchen. Ein Jammer, dass ihr nur Arodens Schwert und nicht auch seinen scharfen Verstand geerbt habt. Ich habe im Moment nur ein Ziel, zu verhindern, dass die Armeen dieses lüsternen Ziegenbocks und dieses gefräßigen Käfers weiterhin durch mein Reich stolzieren, als würde es ihnen gehören. Ob das den Sterblichen hilft oder schadet, kümmert mich nicht. Wenn einem der Feind eines Feindes ein Angebot macht, von dem beide Seiten profitieren, müsste man schon ein kompletter Idiot sein, um es abzulehnen. Na schön, ich fange langsam an, die Regeln dieses Spiels zu begreifen. Yes. The power that Nehindrian crystals grant you will bring about nothing but your own demise. The branches of the Tree of Sin are vast and verdant, but its only fruit is death. You will not be able to save yourself unless you reject everything that has been foisted upon you. Now you know everything. Ja, die Macht, die euch diese Nahyndorian-Kristalle verleihen, wird zu nichts anderem führen als eurem Untergang. Die Äste des Baums der Sünde sind gewaltig und sattgrün, doch die einzige Frucht, die er hervorbringt, ist der Tod. Ihr werdet euch nur retten können, wenn ihr allem entsagt, was euch aufgedrängt wurde. Jetzt wisst ihr alles. No, we're not quite finished with the revelations yet. Few secrets remain to be revealed, but they will be worth the wait. Nein, wir sind mit den Enthüllungen noch nicht ganz fertig. In Arelos Stimme schwingt eine überraschende wilde Freude mit. Einige wenige Geheimnisse müssen noch offenbart werden, aber sie werden das Warten wert sein. Does this look familiar? Do you remember the similar wound above your own heart?
I have given you enough hints. Come on, ask me the question I have been waiting for. Die Hexe macht eine kurze Bewegung mit dem Handgelenk und irgendetwas an ihr verändert sich. Es ist, als würde ein Schleier gelüftet. Ein dünner, beinahe unsichtbarer Schleier, der deinen Blick aber dennoch getrübt hatte. Du kannst jetzt sehen, was zuvor verborgen war. Eine tiefe, offene Wunde über Arelos Herz. Sie pulsiert, während Blut aus ihr herabtropft. Kommt euch das bekannt vor, Nokori? Erinnert es euch an eine ähnliche Wunde über eurem eigenen Herzen? Ich habe euch genügend Hinweise gegeben. Macht schon! Stellt mir die Frage, auf die ich gewartet habe. Wir haben einen erfolgreichen Wissen-Arcanum-Wurf abgelegt. So, dann gehen wir mal darauf ein. Ich erhielt meine Wunde, weil ihr, Arelu, die Weltenwunde vergrößert und meiner Seele dabei die Essenz des Abyss eingepflanzt habt. Meine Frage lautet, warum habt ihr eine ähnliche Wunde? Womöglich, weil ihr beim Öffnen der Weltenwunde eure eigene Seele als Schlüssel benutzt habt? That's right. And this means that the world wound actually has two keys. Ein zustimmendes, triumphierendes Lächeln erscheint in Arelus Gesicht. So ist es. Und das bedeutet, es gibt zwei Schlüssel zur Weltenwunde. Good question. Just imagine. I have wasted so much time chasing the key to the world wound, and the key was right under my nose this whole time. Arelu, my love, come over here. Das scheint sogar Nocticula nicht gewusst zu haben. Eine wirklich gute Frage. Nocticula scheint Arelu plötzlich mit anderen Augen zu sehen. Ihre Miene drückt raubtierhafte Neugier aus. Kaum zu glauben, wie viel Zeit ich mit der Suche nach dem Schlüssel zur Weltenwunde vergeudet habe. Dabei war er die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Arelu, meine Liebe, kommt her. Sie ist schlau genug, genau das nicht zu tun. Arelu sieht nicht aus, als fühlte sie sich in die Enge getrieben. Ohne auch nur den Hauch von Angst nickt sie dir leicht zu und macht dann eine kaum wahrnehmbare Handbewegung, woraufhin sie spurlos verschwindet. Wait, I said wait! That little bitch. I knew she would betray me sooner or later, but I never expected such an idiotic stunt. But everything seems to be falling into place quite nicely. You see, you don't have to die after all. Arelu opened the world wound, and Arelu will be the one who closes it, whether she likes it or not. Although, someone will need to catch her first, and this will require certain powers. Wartet! Ich sagte, ihr sollt warten! Dieses kleine Miststück! Ich wusste, sie würde mich früher oder später hintergehen. Aber mit einer derart idiotischen Aktion hatte ich niemals gerechnet. Nocticula schenkt dir ein zuckersüßes Lächeln. Aber es scheint sich doch alles zu fügen. Seht ihr, Nokori, ihr müsst doch nicht sterben. Arelu hat die Weltenwunde geöffnet und Arelu wird auch diejenige sein, die sie wieder schließt, ob es ihr gefällt oder nicht. Obwohl sie dafür natürlich erst einmal jemand schnappen muss, wofür gewisse Kräfte erforderlich sein werden. Yes. Arelu Vorlesh will pay for her crimes with her life. Her flight confirms that our suppositions were correct. But now we know that the world wound can be sealed with her blood. You have no reasons to remain indebted to the Abyss and indulge the Queen of the Succubi. Reject her gift and secure your victory while being the person you were before Arelu Vorlesh corrupted you. Win as a mortal and become a legend among mortals. Ja, Arelu Vorlesh wird für ihre Verbrechen mit dem Leben bezahlen. Ihre Flucht bestätigt, dass unsere Vermutungen richtig waren. Aber da wir nun wissen, dass die Weltenwunde mit ihrem Blut versiegelt werden kann, habt ihr keinen Grund mehr, weiter in der Schuld des Abyss zu verbleiben und der Königin der Succubi nachzugeben. Entsagt ihrem Geschenk und erringt euren Sieg als diejenige, die ihr wart, bevor euch Arelu Vorlesh verderbt hat. Siegt als Sterbliche und werdet zu einer Legende unter den Sterblichen. She's talking rubbish.
True, we gave you the power, but it was you who chose how to wield it. It belongs to you, and it will remain yours, so you can do whatever you want with it. But first, you must use it to close the world wound. You aren't going to catch this world's most powerful witch, and a half-demon one at that, with your bare hands, are you? Sie redet Unsinn. Ja, wir haben euch diese Macht verliehen. Aber ihr habt entschieden, wie ihr sie einsetzt. Sie gehört euch und wird die eure bleiben. Ihr könnt mit ihr also machen, was ihr wollt. Als erstes müsst ihr sie aber benutzen, um die Weltenwunde zu schließen. Ihr werdet die mächtigste Hexe auf dieser Welt, die noch dazu eine Halbdämonin ist, ja wohl kaum mit bloßen Händen fangen wollen, oder? Sowohl die Göttin als auch die Dämonenherrscherin sehen dich erwartungsvoll an. Ah, es ist aber jetzt echt eine wirklich ganz, ganz schwierige Entscheidung. Weil der Punkt ist ja, wenn Nokuri den Schlüssel in sich trägt, die Weltenwunde zu schließen, was ist denn, wenn man Arido Wallace aus irgendwelchen Gründen nicht findet, nicht kriegt? Dann würde man, wenn man jetzt die Kraft abgibt, sich ja der Fähigkeit berauben, den Ersatzschlüssel zu benutzen. Ne? Kann ja sein, dass man jetzt irgendwie 300 Jahre braucht, um Arido Wallace zu finden. Während dieser 300 Jahre würden ja unzählige Menschen sterben. Und vielleicht würde Nokuri sich ja opfern wollen, um das eben ungeschehen zu machen. Oder es zu verhindern, sagen wir lieber so. Das kann sie aber nur, wenn sie die Macht nicht abgibt. Außerdem sind die Schmetterlinge so schön bunt. Nun gut, bevor ich meine Entscheidung treffe, würde ich Meda ihr gerne einige Fragen stellen. Ask, and you shall have your answers. Ihr habt eure Macht durch den Sternenstein erlangt, was Nokuri aufgrund ihrer religiösen Bildung offensichtlich weiß. Wo liegt da der Unterschied zu meinen Kräften? My ascension was not accomplished in one day, and even the test of the Starstone was only one of its stages. I did not merely gain power, I embraced a sacred duty. Your power, on the other hand, stems not from long hours of study, not from trials. It is not the natural talent you were born with and carefully honed throughout your life. It is the result of an evil soul's deranged experiment with the blood of dead abyssal lords. Mhm. Also, Sternenstein. Der Sternenstein ist ein einzigartiger Meteoritenedelstein, der Teil des gewaltigen Meteoritenregens war, der Golarion im Jahre 5293 heimsuchte. Dieses Ereignis, bekannt als Erdfall, führte zur Vernichtung zahlreicher alter Reiche, darunter Arzland, Tassilon und Koloran. Es erschuf auch die innere See und leitete das Zeitalter der Finsternis ein. Also dadurch hat sie dann irgendwann ihre Kraft erlangt, sehr viel später. Mein Aufstieg war nicht an einem Tag vollendet und selbst die Prüfung des Sternensteins war nur eine seiner Etappen. Ich habe nicht einfach nur Macht erlangt, sondern eine heilige Pflicht übernommen. Eure Kräfte hingegen entstammen keinen unzähligen Stunden des Studiums, keinen Prüfungen. Sie sind keine natürliche Gabe, mit der ihr geboren wurdet und die ihr euer ganzes Leben lang beflissen veredelt habt. Sie sind das Resultat eines kranken Experiments, das eine böse Seele mit dem Blut toter abyssischer Herrscher an euch durchgeführt hat. Ihr habt ganze Heerscharen von Engeln in den Schutzsteinen eingesperrt. Wieso habt ihr ihnen das angetan? Every one of my angels volunteered for that mission. They all knew what kind of watch they were going to keep. They knew that it would be a hard and exhausting battle, but that the lives of mortals throughout Golarion would depend on it. Alas, angels' minds can be as fragile as the minds of mortals. In less than 100 years, many wavered and wished to break the oath they had sworn. I do not blame them. I blame myself for allowing them to take on a burden that was too heavy for them. Jeder meiner Engel hat sich freiwillig für diese Mission gemeldet. Sie wussten, welcher Art die Wache ist, die sie halten würden. Sie wussten, es würde ein harter, beschwerlicher Kampf werden. Aber sie wussten auch, dass die Leben der Sterblichen auf ganz Golarion davon abhängen. Leider kann der Verstand von Engeln ebenso zerbrechlich sein wie der von Sterblichen. In nicht einmal 100 Jahren sind viele von ihnen ins Wanken geraten und wünschten, den Eid zu brechen, den sie geleistet hatten. Ich werfe ihnen das nicht vor. Ich mache mir selbst Vorwürfe,
weil ich zugelassen habe, dass sie sich eine Bürde auflasten, die zu schwer für sie war. Habt ihr euren Herold entsandt, um mir den Abyss zu folgen, oder ist er aus freiem Willen dorthin gegangen? He acted on his own noble impulse, and I did not stop him. I also did not try to dispel his misconception about you being my chosen one. I do not lie, but both celestial beings and mortals can be mistaken. Er hat aus eigenem Antrieb und edlen Beweggründen herausgehandelt, und ich habe ihn nicht aufgehalten. Ich habe auch nicht versucht, ihn den Irrglauben zu nehmen, ihr wärt meine Auserwählte. Ich lüge nicht. Aber genau wie Sterbliche können auch himmlische Wesen irren. She doesn't lie, sure. She merely withholds some of the truth. For the noblest of reasons, of course. Und Nocticula grinst. Selbstverständlich lügt sie nicht. Sie verschweigt einfach nur einen Teil der Wahrheit. Mit den allerbesten Absichten natürlich. Wisst ihr, was eurem Herold widerfahren ist? My Herald, my loyal companion, was captured. And now demons are using him to attack Drezin. They're holding him in the Ivory Labyrinth, Baphomet's realm of the Abyss. It is a place I cannot go, not even to save my faithful friend. For doing so would start an interplanar war. Ein Ausdruck tiefer Trauer huscht über das ernste Gesicht der Göttin. Mein Herold, mein treuer Gefährte, wurde gefangen genommen und wird nun von Dämonen benutzt, um Drezin anzugreifen. Sie halten ihn im Elfenbeinlabyrinth fest, in Baphomets Reich des Abyss, einem Ort, den ich nicht betreten kann. Nicht einmal, um meinen Vertrauten zu retten, da dies einen Krieg zwischen den Ebenen auslösen würde. Right now, as we speak, Baphomet's servants are torturing the hand of the Inheritor. Tormented and anguished, he reaches for you with his thoughts and his soul. I cannot tell if he sees you as a great unfulfilled hope or a last chance, but Baphomet knows well how to exploit such desperate yearning. Just in diesem Augenblick wird die Hand der Erbin von Baphomets Dienern gefoltert. Gequält und verängstigt ist er mit seinen Gedanken und seiner Seele bei euch. Ich kann nicht sagen, ob er in euch eine große, unerfüllte Hoffnung oder eine letzte Chance sieht. Aber Baphomet weiß genau, wie man derart verzweifelte Sehnsüchte ausnutzt. He has turned my herald into a source of power to open temporary portals. They do not last long, but they lead from the dungeon where the hand of the Inheritor suffers, right to your doorstep. Baphomet does not need to lead his armies through the rifts. Now he can send them right here. Er hat aus meinem Herold eine Energiequelle gemacht, um temporäre Portale zu öffnen. Sie haben nicht lange Bestand, führen aber aus dem Kerker, in dem die Hand der Erbin leidet, direkt vor eure Türschwelle. Baphomet musste seine Armee nicht durch die Risse führen. Er kann sie jetzt direkt hierher schicken. As long as my poor Herald remains in the hands of that monster, this will not stop. I cannot say if it is still possible to save him, or if putting him out of his misery is the only way. I cannot openly ask you to intervene. But if you decide to do so, you will be helping both yourself and the one who chose the martyr's path when he followed you into the abyss. Solange sich mein bedauernswerter Herold in den Fängen dieses Monsters befindet, wird das nicht aufhören. Ich weiß nicht, ob er noch gerettet werden kann, oder uns nichts anderes mehr übrig bleibt, als ihn von seinem Leid zu erlösen. Ich kann euch nicht geradewegs bitten, etwas zu unternehmen. Solltet ihr euch aber dazu entschließen, helft ihr damit sowohl euch selbst als auch demjenigen, der sich für den Weg des Märtyrers entschied, als er euch in den Abyss gefolgt ist. Seit ich diese Kräfte erlangt habe, hält mich jeder für Iomedaes Auserwählte. Wieso habt ihr nichts unternommen, um dieses Missverständnis aufzuklären? At first I did not know who you were or where your powers originated. This was revealed to me only when my herald offered up his dying prayer from the depths of the abyss. And following his desperate plea, I sought to confirm my suspicions. Until that point, I had observed you without intervening.
After all, your crusade was securing victories, the first Golarion had seen in many years. So even if it was not I who had sent you into battle, it felt unfair to undermine you. Weil ich anfangs nicht wusste, wer ihr seid und woher eure Kräfte stammen. Das wurde mir erst offenbar, als ich das Sterbegebet meines Herolds aus den Tiefen des Abyss vernahm. Erst auf sein verzweifeltes Flehen hin machte ich mich auf die Suche nach einer Bestätigung für meinen Verdacht. Bis dahin hatte ich euch nur beobachtet, ohne selbst einzugreifen. Euer Kreuzzug war schließlich von Siegen begleitet, den ersten, die Golarion seit etlichen Jahren gesehen hatte. Obwohl nicht ich euch in den Kampf geschickt hatte, fühlte es sich also nicht richtig an, euch zu untergraben. In other words, our imperial guest had no problem with your power, as long as she didn't know where it came from. She didn't even share her suspicions with her own herald. And after all that, someone dares to claim that demons are the most deceitful creatures? Und Noctikula hat einen Punkt. Mit anderen Worten, unser himmlischer Gast hatte kein Problem mit eurer Macht, solange sie nicht wusste, woher sie stammt. Sie hat ihren Verdacht noch nicht einmal mit ihrem eigenen Herold geteilt. Und nach all dem wagt es noch jemand, die Dämonen als die verschlagensten aller Kreaturen zu bezeichnen. Das sind wohl eher die Teufel. You should not blame someone else if you base your accusations on vague suspicions rather than solid proof. You call my behavior deceitful. You, of all creatures, who kept the commander ignorant of the fate you had chosen for her? Indeed, the insolence of demons knows no bounds. Ihr solltet niemanden beschuldigen, solange eure Vorwürfe nur auf vagen Verdächtigungen statt soliden Beweisen beruhen. Ihr bezeichnet mein Verhalten als verschlagen? Ausgerechnet ihr, die ihr der Kommandantin vorenthalten habt, welches Schicksal ihr von euch zugedacht war. Die Unverfrorenheit der Dämonen kennt wahrlich keine Grenzen. Vor euch steht eine Dämonenherrscherin. Wieso vernichtet ihr sie nicht auf der Stelle? I could, but then every other demon lord would decide that he or she was next and stand against me. In response to that, the Imperial Lords would take up arms. Then Hell, Heaven, and Elysium would join the conflict. A war would break out. One which mortals could not hope to survive. Das könnte ich natürlich tun. Allerdings würde dann jeder dahergelaufene Dämonenherrscher befürchten, er wäre als Nächster an der Reihe und sich gegen mich erheben. Als Reaktion darauf würden die himmlischen Herrscher zu den Waffen greifen. Dann würden sich die Hölle, der Himmel und Elysium dem Kampf anschließen. Ein Krieg würde ausbrechen, den die Sterblichen niemals überleben könnten. Warum seid ihr gerade jetzt in die Welt der Sterblichen hinabgestiegen? As I have already said, I am here to open your eyes to Nocticula's lies and to prevent more calamities in the future. You are at a crossroads now. I will not force you to do anything. But you needed to learn the truth and have the chance to cleanse yourself. Wie ich bereits sagte, bin ich hier, um euch die Augen für Nocticulas Lügen zu öffnen und weitere Katastrophen zu verhindern. Ihr seid jetzt an einem Scheideweg. Ich werde euch zu nichts zwingen, aber ihr musstet die Wahrheit erfahren und die Möglichkeit erhalten, euch selbst zu reinigen. Warum hat Aredo nichts unversucht gelassen, um uns auf die Idee zu bringen, sie sei ebenfalls ein Schlüssel? The impulses that drive a soul as black as hers are beyond my comprehension. Perhaps she was startled by my arrival and decided not to bother keeping a secret that was bound to be revealed. Or perhaps she is up to some cunning scheme. Be on your guard. The architect of the world wound will surely try to bring you down. For if she truly is a key, then it must mean that she will die sooner or later due to the influence of her own horrible creation. And that means that sacrificing you is her only chance of survival. Was eine derart schwarze Seele wie ihre antreiben könnte, übersteigt meine Vorstellungskraft. Womöglich hat sie meine Ankunft ja erschreckt und sie wollte sich nicht länger die Mühe machen, ein Geheimnis zu wahren, das ohnehin ans Licht gekommen wäre. Vielleicht verfolgt sie aber auch irgendeinen raffinierten Plan. Seid auf jeden Fall wachsam.
Die Architektin der Weltenwunde wird mit Sicherheit versuchen, euch zur Strecke zu bringen. Denn wenn sie wirklich ein Schlüssel ist, bedeutet das, dass sie aufgrund des Einflusses ihrer eigenen entsetzlichen Schöpfung früher oder später sterben wird. Ihre einzige Chance zu überleben ist also, euch zu opfern. Ja, aber dann wär's dumm, zu offenbaren, dass sie ein Ersatzschlüssel ist oder sogar der originale Schlüssel. Das ist total dumm, das kann nicht ihr Ziel sein. Ne? Erklärt es mir noch einmal. Wie genau könnt ihr mir dabei helfen, mich vom Einfluss des Abyss zu reinigen? Arilu has planted a piece of the Abyss itself in your soul. The only thing that can cleanse the soul of such a taint is that same soul. But I will be near. I will show you how to root out the demonic corruption. I am not a demon, and I do not offer any simple solutions. You will have to go your own way, no matter where it leads. Gut, das haben wir schon gelesen vorhin. Keine weiteren Fragen an Iomeda. Ja, langsam, langsam. Nocticula, ich habe einige Fragen an euch. If you have questions, ask away. Warum wolltet ihr mir verschweigen, dass es mich das Leben kosten würde, die Weltenwunde zu schließen? Because if I'd told you the truth, you would have refused to do it. But you're not angry with me, are you? After all, everything has worked out perfectly fine. We found another key. So now you can live and enjoy your life. Provided that you catch Orilu, of course. Weil ihr euch geweigert hättet, es zu tun, wenn ich euch die Wahrheit gesagt hätte. Nocticula schenkt dir ein zuckersüßes Lächeln. Ihr seid deshalb doch nicht wütend auf mich, oder? Es hat sich schließlich alles perfekt gefügt. Da wir einen anderen Schlüssel gefunden haben, müsst ihr nicht sterben, sondern könnt weiter euer Leben genießen. Vorausgesetzt natürlich, ihr schafft es, Arelo zu schnappen. Nachdem wir jetzt entschieden haben, dass wir Arelo benutzen werden, um die Weltenwunde zu schließen, wollt ihr da immer noch, dass ich die Kräfte behalte, die sie mir verliehen hat? Of course I do. Firstly, you'll need those powers to catch Arelu and bring her to Threshold. Surely you don't think she'll willingly fall into your hands, and the demonic hordes will politely make way for you. And secondly, the powers Arelu gave you protect you from dying before your time. None of us want the wound to kill you prematurely. Natürlich will ich das. Erstens werdet ihr diese Kräfte brauchen, um Arelu zu schnappen und sie zur Schwelle zu bringen. Ihr geht ja wohl kaum davon aus, dass sie sich freiwillig in eure Hände begibt und euch die Dämonenhorten freundlicherweise Platz machen. Und zweitens, Nocticula wirft dir ein raubtierhaftes Grinsen zu. Schützen euch die Kräfte, die euch Arelu verliehen hat, vor einem frühzeitigen Tod. Keiner von uns will doch, dass euch die Wunde tötet, bevor eure Zeit gekommen ist. You are extremely useful to me alive. After all, if you let Arelu slip through your fingers, we can always go back to the original plan for closing the wound. Ihr seid mir lebend überaus nützlich, und falls ihr euch Arelu durch die Finger gleiten lasst, können wir ja immer noch zu unserem ursprünglichen Plan zurückkehren, um die Wunde zu schließen. Naja, das ist genau das Argument, was ich vorhin selbst schon hatte. Arelu hat uns bewusst auf die Idee gebracht, dass sie ebenfalls ein Schlüssel ist. Warum? Apparently. She understood that her secret was about to be revealed anyway, so she decided to leave in style. What human female over 100 years old wouldn't feel flattered at being the center of attention? Although she could have other reasons. She obviously wanted us to understand everything and immediately rush off in pursuit of her. She's probably been preparing for a war of all against all for a long time. And now she wants to wage it on her own terms. Expect treachery and traps wherever you go. Ihr war offenbar klar, dass ihr Geheimnis ohnehin ans Licht kommen würde. Das behaupten beide Seiten. Das ist irgendwie komisch. Nichts deutet darauf hin, dass wir Arelus Geheimnis ergründet hätten in näherer Zukunft. Die einzigen Hinweise, die es gegeben hat, kamen von Arelu selbst. Wenn sie alles dafür getan hätte, das zu vermeiden, dann wäre es auch verborgen geblieben. Also da täuschen sich Himmel und Abyss doch ganz gewaltig, meiner Ansicht nach. Nun gut, also, dass ihr Geheimnis ohnehin ans Licht kommen würde.
Also hat sie sich entschieden, stilvoll abzutreten. Nocticula zuckt mit den Schultern. Welche über 100 Jahre alte Menschenfrau würde sich nicht geschmeichelt davon fühlen, im Mittelpunkt des Interesses zu stehen? Sie könnte aber natürlich auch andere Gründe haben. Sie wollte offensichtlich, dass wir alles verstehen und uns sofort auf die Jagd nach ihr machen. Sie hat sich vermutlich schon lange auf einen allumfassenden Krieg vorbereitet und will ihn jetzt zu ihren eigenen Bedingungen führen. Rechnet also mit Verrat und Fallen, wohin ihr auch geht. Wohin könnte Arelo geflohen sein? No, let's think. She's hidden in the Abyss before. She won't dare to return there now. Not only to my realm, but to any other either. Even if Baphomet and Discari both take it upon themselves to guard Arelo personally, that won't stop me from sneaking in, slitting her throat, and leaving undetected. And she knows that. Mal nachdenken. Nocticula tippt sich mit ihrer manikürten Klaue ans Kinn. Früher hat sie sich immer im Abyss versteckt. Jetzt wird sie sich allerdings hüten, wieder dorthin zurückzukehren. Und das gilt nicht nur für mein Reich, sondern auch für alle anderen. Selbst wenn sie von Baphomet und Descari persönlich beschützt würde, könnte mich das nicht daran hindern, hineinzusteichen, ihr die Kehle aufzuschlitzen und unbemerkt wieder zu verschwinden. Und das weiß sie auch. Was aber blöd wäre, weil du dann ihr Blut nicht benutzen kannst oder ihre Seele, um die Wunden zu schließen. Das ist alles Quatsch. If I were her, I would hide in a place where the powers of her enemies were uncertain and her own power was close to unlimited. I say you should look for her here, in the World Wound. Ich an ihrer Stelle würde mich an einem Ort verstecken, an dem die Kräfte ihrer Feinde ungewiss sind und ihre eigene Macht nahezu grenzenlos ist. Ich denke, ihr solltet hier in der Weltenwunde nach ihr suchen. Ängstigt euch die Anwesenheit der Göttin nicht? Tut, tut, how rude! I wouldn't say the girl is that hideous. I admit her face is far from perfect. Her body too, to be honest. But all in all, not bad. I've seen worse. Aber, wie unhöflich. So hässlich ist das Mädchen doch gar nicht. Nocticula mustert Iomeda demonstrativ von oben bis unten. Ich gebe zu, ihr Gesicht ist alles andere als perfekt und das gilt ehrlich gesagt auch für ihren Körper. Aber alles in allem ist sie doch ganz annehmbar. Ich habe jedenfalls schon weitaus Schlimmeres gesehen. Your theatrics are too transparent to offend me, Demon. At least, they can hardly offend me more than the very fact of your existence. Und ihr Medae kontert. Euer Theater ist viel zu durchschaubar, um mich kränken zu können, Dämonin. Ohnehin könnte nichts, was ihr sagt, eine größere Kränkung sein als eure Existenz an sich. Wollt ihr mich wirklich benutzen, um selbst zu einer Göttin zu werden? Ah ja, das war dieser Verdacht von Iomeda wegen der Hyndorian-Kristallen, genau. Also, wollt ihr mich wirklich benutzen, um selbst zu einer Göttin zu werden? That is nothing but the wild speculation of a little girl, who gained celestial power through no merit of her own, and now fears that others may do the same, forcing her to share her place in the spotlight. Do I want to become a goddess? Of course I do. Who wouldn't? Can you help me with that? Sadly, no. Das sind nichts weiter als die wilden Mutmaßungen eines kleinen Mädchens, das unverdient himmlische Kräfte erlangt hat und jetzt befürchtet, andere könnten es ihm gleich tun. Dann müsste es seinen Platz an der Spitze nämlich teilen. Will ich eine Göttin werden? Natürlich! Wer würde das nicht wollen? Könnt ihr mir dabei helfen? Bedauerlicherweise nicht. Of course, Arelu used to blather on about how her brilliant invention could bake gods like pies. But between you and me, the cleverer the inventor, the larger their ego becomes. So far, she hasn't managed to create anything stronger than you. And no offense, but you're no match for any deity. Arelu hat natürlich unaufhörlich davon geredet, dass ihre geniale Erfindung Götter wie Kekse backen könnte. Aber unter uns. Je klüger die Erfinderin, desto größer ihr Ego. Bislang konnte sie nichts Mächtigeres erschaffen als euch. Und nichts für ungut, aber ihr seid weit davon entfernt, eine Gottheit zu sein. Und das stimmt. Very well.
It's time for you to make your decision, then. Jetzt fragen wir erstmal unsere liebgewonnenen Gefährten. Ich möchte meine Gefährten um Rat fragen. Was denkt ihr über das alles? Perhaps your power came from the abyss, but your beautiful soul has cleansed it of all evil. Don't reject this power, for you have already proved that you are worthy of it. Arujale, eure Kräfte mögen vielleicht aus dem Abyss stammen, aber eure wunderschöne Seele hat sie von allem Bösen gereinigt. Weist diese Macht nicht zurück, denn ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ihrer würdig seid. Being around you is so much fun. The whole world is ablaze. War is raging, but even those who are on the verge of dying smile when they see you. This power is good. Perhaps it was evil before, but you have made it good. Don't throw it away. Ember, es ist so schön, in eurer Nähe zu sein. Die ganze Welt steht in Flammen, ein Krieg tobt. Doch selbst jene am Rande des Todes lächeln, wenn sie euch sehen. Diese Macht ist gut. Sie war vielleicht einmal böse, aber ihr habt sie in etwas Gutes verwandelt. Werft sie nicht weg. As a cave monster who's going to grow old and die in about 10 years time, I can tell you this. There's no power in the world that's worth selling yourself out to the abyss for. Being the invincible companion of the magical commander was fun and all, but we don't need it. It doesn't really matter how much magic they've heaped on you. You're the commander because you have the heart and mind of a true commander. Screw your power. Don't betray yourself. That way, we'll win. Als ein Höhlenmonster, das in etwa 10 Jahren altern und sterben wird, kann ich euch eins sagen. Keine Macht der Welt ist es wert, euch dafür an den Abyss zu verkaufen. Es war natürlich toll, der unbesiegbare Gefährte der magischen Kommandantin zu sein. Aber wir brauchen das alles nicht. Es spielt einfach keine große Rolle, mit wie viel Magie sie euch überschüttet haben. Ihr seid die Kommandantin, weil ihr das Herz und den Verstand einer wahren Anführerin habt. Scheiß auf eure Macht! Bleibt euch einfach selbst treu, dann werden wir auch gewinnen. I don't see any reason for deliberation. Your power is chaotic and capricious, and it originates from a demonic source. I doubt you can even control it. Heed the words of the goddess. Reject it. And then we will hunt down Nerilu Vorlesh and deliver the punishment she deserves. Und Regil, ich wüsste nicht, was es da zu überlegen gäbe. Eure Kräfte sind chaotisch, launenhaft und dämonischen Ursprungs. Ich bezweifle, dass ihr sie überhaupt kontrollieren könnt. Beherzigt die Worte der Göttin und entsagt ihnen. Anschließend bringen wir Arelu Vorlesh zur Strecke und lassen ihr die Strafe zuteil werden, die sie verdient. It's not my place to gainsay the will of my goddess, but the thing is, I can sense evil. And I don't sense it in your power at all. I just don't. Whatever those horned monsters had planned for you, you definitely aren't playing by their rules. Sela sieht leicht verwirrt aus, aber ihre Stimme ist fest. Es steht mir nicht zu, den Willen meiner Göttin zu hinterfragen. Es ist nur so, ich kann das Böse fühlen. Und in euren Kräften ist nichts dergleichen zu spüren. Überhaupt nichts. Was auch immer diese gehirnten Monster mit euch im Sinn hatten, ihr spielt definitiv nicht nach ihren Regeln. You gave hope to the Crusaders in their darkest hour, even when all seemed lost and only despair and death lay ahead. With these powers, you have saved countless lives, and you will save more. Of course you must keep them. Und so, Ziel. Ihr habt den Kreuzfahrern in ihrer dunkelsten Stunde Hoffnung gegeben, als alles verloren schien und vor ihnen nichts als Verzweiflung und Tod lagen. Ihr habt mit diesen Kräften unzählige Leben gerettet und werdet noch weitere retten. Selbstverständlich müsst ihr sie behalten. My brother is wise. Listen to his advice. Und auch Trevor stimmt dem zu. Mein Bruder ist weise. Hört auf seinen Rat. Someone pinch me. We are standing in the presence of the most pompous goddess in the world, debating whether we should listen to her or send her packing along with her invaluable opinions. I shall remember this moment for the rest of my life. Even as I stand in Pharasma's court, I shall tell this story to anyone who will listen. Kann mich mal jemand kneifen?
Wir stehen hier vor der imposantesten Göttin überhaupt und diskutieren darüber, ob wir auf sie hören oder sie mit ihren unschätzbar wertvollen Ratschlägen davonjagen wollen. An diesen Moment werde ich mich den Rest meines Lebens erinnern. Und selbst vor Pharasmas Gericht werde ich diese Geschichte noch jedem erzählen, der sie hören will. As for your question, by all means, tell her to go to the abyss. The power is yours, and yours alone. Was eure Frage betrifft, sagt ihr einfach, sie soll zum Abyss fahren. Diese Macht gehört einzig und allein euch. I hate it when they corner you and demand answers out of you. But fine, I'll tell you what I think. Ich... Voljev wirft einen Seitenblick auf Iomeda, ey, und verzieht das Gesicht. Ich hasse es, wenn einen jemand in die Ecke drängt und Antworten von einem verlangt. Aber gut, ich sage euch, was ich denke. With you, I've always had my freedom, Chief, so I'll speak freely. Be who you are and don't count on gifts from nobody. You gave me the same advice back in Alishanira, remember? And I've never regretted following it. Maybe you won't have the powers you had before, but do you really need somebody's permission to do what you want to do? That's what it's all about. Mhm. Ihr habt mir immer meine Freiheit gelassen, Boss. Also sag ich's euch ganz offen. Seid, wer ihr seid. Und verlasst euch niemals auf die Geschenke anderer. Denselben Rat habt ihr mir damals in Alushinira gegeben. Erinnert ihr euch? Und ich hab's nie bereut, dass ich ihn befolgt habe. Ihr werdet vielleicht nicht mehr die Kräfte besitzen, die ihr vorher hattet. Aber braucht ihr wirklich irgendjemandes Erlaubnis, um das zu tun, was ihr tun wollt? Das ist nämlich das Einzige, was zählt. Experience tells me that it's wiser to trust yourself and your own abilities. You can't trust what clients tell you. One day you're a hero, the next you're working for the enemy. Sorry, but it all looks like a setup to me. First they tell you to lay down your weapons, and then, once you're unarmed, they finish you off in some back alley. Greybor, meiner Erfahrung nach ist es klüger, sich auf sich selbst und seine eigenen Fähigkeiten zu verlassen. Man kann nicht darauf bauen, was einem Auftraggeber erzählen. An einem Tag ist man ein Held, am nächsten arbeitet man für den Feind. Es tut mir leid, aber für mich sieht das alles nach einer Falle aus. Sie erzählen euch erst, ihr sollt die Waffen niederlegen, nur um euch dann, wenn ihr unbewaffnet seid, in irgendeiner dunklen Gasse um die Ecke zu bringen. Your powers are interesting from a theoretical point of view. You are an experiment started by Arilu Vorlesh, and terminating it before it is complete would be foolish, not to mention impolite. Also Greybor interpretiere ich so, dass er sagt, man soll die Kräfte behalten, das ist ja die Waffe, die man nicht ablegen soll. Und nee, Neo, aus theoretischer Sicht sind eure Kräfte interessant. Ihr seid ein von Arilu Vorlesh begonnenes Experiment. Es vor seinem Abschluss zu beenden wäre töricht und außerdem unhöflich. Also auch Nenio plädiert für den Behalt der Kräfte. Dann, wenn ich richtig mitgezählt habe, haben wir 5-mal mehr gehört, wir sollen die Kräfte behalten, als sie abzulegen. Und was vielleicht noch besonders wichtig ist an der Stelle, ist ja Dairans Meinung aus Sicht von Nokori. Und auch er plädiert dafür, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Ja, da gibt es dann keinen Ärger im Ehebett. Das ist okay, ist wichtig. Und es gibt auch einen Metagrund, warum ich mich jetzt gleich dazu entscheiden werde, die Macht zu behalten. Weil nämlich, haltet euch fest, ich weiß, dass ich mich jetzt gleich als absolut irre oute. Aber ich habe tatsächlich vor, Pathfinder Wrath of the Righteous nochmal zu Let's Playen. Und diese Aussage ist falsch, denn ich habe vor, Pathfinder Wrath of the Righteous noch 2-mal zu Let's Playen, weil es einfach einen so hohen Wiederspielwert hat. Nämlich einmal als böser Charakter, wahrscheinlich untot, also der Lichtweg, der wird natürlich seine Kräfte auch behalten. Und dann aber auch mal noch einen Weg, einen Durchgang zu machen, in dem die Kräfte überhaupt, also bei jeder Gelegenheit abgelehnt werden, die es gibt, und dann hier sie komplett abzulegen. Und aus diesem Grund muss ich jetzt natürlich, also auch aus diesem Grund, die Kräfte behalten, um zu wissen, was passiert, wenn man sie behält, aber versucht, so etwas Gutem zu verwenden.
Ja, ich weiß, ich bin irre. Meine Entscheidung steht fest. I am waiting for your answer. I hope you will choose wisely. Naja, abwarten. Dann erwarte ich eure Antwort. Ich hoffe, eure Wahl ist weise. Quite right. Make your choice and make it the right one. Ich auch. Eure Entscheidung sollte besser die richtige sein. So, jetzt haben wir hier die drei Wege. Was haben wir denn hier? Azata. Das kennen wir, ja? Der Azata ist ein Rebell und kämpft für die Freiheit und das Gute. Er handelt instinktiv und vertraut auf spontane Entscheidungen. Der Azata schließt rasch Freundschaft mit allen, die nicht in die Reihen des offiziellen Kreuzzugs passen, und erteilt keine Befehle, sondern inspiriert stattdessen Verbündete im Kampf. So, haben wir die wahre Legende. Man muss keine Legendenkreatur, kein außerweltliches Wesen und keine Gottheit sein, um ein Held zu werden. Dieser Weg mag steinig und voller Versuchungen sein, aber der Sterbliche, der ihn beschreitet, erwirbt dadurch das Recht, sich als wahre Legende zu bezeichnen. Das wäre wohl dieses Ablegen. Dann gibt es hier den Weg des Golddrachen, irgendwie neu. Und mehr gibt es hier nicht. Und gibt es natürlich noch mehr, aber das ist uns alles gar nicht bekannt, was es da noch so gibt. Der Golddrache ist eine fast allmächtige Kreatur, dessen Kräfte die aller anderen übersteigen. Der Golddrache ist die Verkörperung von Güte, Hoffnung und Erlösung. Das hatte ja Hall angedeutet, dass wir auch irgendwie in Terendelefs Fußstapfen treten könnten, ne? Ihr erhaltet einen Golddrachen-Odem. Du erhältst die Fähigkeit, heilige Energien einzuatmen. Aber gut, also ein Golddrache, also Drachen können sich ja auch in Sterbliche verwandeln, ja, das wissen wir ja. Das heißt, also Nokori wird humanoid bleiben, so wie wir sie hier kennen. So wie aber Drachen humanoide und drachenartig sein können, können wir dann wechseln. Golddrachengestalt. Du kannst die Gestalt eines Golddrachen annehmen. Dabei erhältst du folgende Boni und perfekter Körper. Der Golddrache erhält Immunität gegen Gift, Krankheit, Furcht, Verwirrung, Lähmung und Schlaf. Außerdem erhält er Resistenz gegen alle Energien in Höhe seiner Charakterstufe plus seines halben Legendenranks. Ja, wisst ihr, also ich bin nicht so der Freund davon, so übermächtige Kreaturen zu spielen. Und obwohl ich sehr viel Rollenspiele mache und auch Fantasy-Rollenspiele, Science-Fiction-Rollenspielen ein bisschen den Vorzug gebe, war ich nie sonderlich fasziniert von Drachen. Deswegen kann ich mich damit als Spieler nicht so wirklich identifizieren. Es ist natürlich ein interessanter Weg, weil man dann wirklich ja vielleicht zum neuen Beschützer von Kenabris werden könnte am Ende. Und quasi so den ja, in Terendelefs Fußstapfen treten könnte. Aber das macht mich alles nicht so an. Und außerdem wollen wir ja dafür sorgen, dass die Weltenwunde geschlossen wird. Dann braucht Kenabris gar nicht unbedingt einen Drachen als Behüter. Ich bleibe mal ganz stumpf beim Azata. Die Schmetterlinge, daran habe ich mich jetzt gewöhnt. Ja? Und das soll so bleiben. Also, wir bleiben beim Azata. Und dürfen ein legendäres Talent auswählen. Ja, und da Nokori ja so auf den Krummsäbel abonniert ist, denke ich, wir geben ihr Waffenfokus-Legende Krummsäbel. Ist natürlich jetzt nur so eine halbe Wirkung, weil den mächtigen Waffenfokus haben wir bei Nokori ja nicht, weil sie als Jägerin ja nicht den mächtigen Waffenfokus nehmen konnte. Aber das passt einfach ganz gut zu ihr, den Krummsäbel noch ein bisschen besser zu beherrschen als ohnehin schon. Dann kommen wir zu einer Superkraft. So, die lebensverknüpfende Freundschaft ist eigentlich total interessant. Der Azata wählt ein Gemeinschaftstalent für diesen und den nächsten Legendenaufstieg. Er teilt die Effekte aller seiner Gemeinschaftstalente mit Verbündeten in einem Bereich von 50 Fuß. Das Charisma von Azatas beflügelt ihre Verbündeten so sehr, dass diese auch dann weiterkämpfen, wenn ihre Trefferpunkte unter Null sinken. Klingt bis hierhin total toll, weil hier steht,
Azatha teilt den Effekt aller Gemeinschaftstalente mit Verbündeten im Bereich von 50 Fuß. 50 Fuß sind sehr viel. Nukuri hat bereits fast alle Gemeinschaftstalente, die sinnvoll sind. Und die würde sie jetzt auf alle anderen übertragen. Ist eigentlich total super. Plus, dass wir hier noch eins haben und dann irgendwie noch ein anderes. Das Problem ist, wie es dann weitergeht. Allerdings gelten sie, also die Verbündeten, während dieser Zeit für alle Effekte, die laut Beschreibung mit Lebensatem oder ähnlichen Zaubern geheilt werden können, als tot. Auch noch nicht so schlimm, aber jetzt wird's schlimm. Nach dem Kampf oder beim Erreichen einer Anzahl von Angriffen, die dem für alle Verbündeten geltenden Charisma-Modifikator des Azathas entspricht, sterben alle Verbündeten in diesem Zustand. Nokoris Charisma-Modifikator ist, glaube ich, minus 1. Das ist nicht günstig. Also, dass hier jetzt Nokoris Charisma-Modifikator für alle zählen soll, halte ich für unklug. Ich habe zwar ein Talent, was sagt, dass alles, was ich über Charisma mache, über Weisheit mache, aber ich bin mir nicht sicher, dass das hier auch bei Legendenkräften wirkt. Wenn das so wäre, dann würde ich die lebensverknüpfende Freundschaft wählen. Aber was ist denn, wenn ich das jetzt wähle und dann feststelle, dass wirklich der Charisma-Modifikator herangezogen wird? Das ist mir ehrlich gesagt jetzt zu gefährlich. Ne? Insofern würde ich die lebensverknüpfende Freundschaft nicht wählen. Das heißt, wir haben hier die hochqualifiziert, Fertigkeitsbonus auf alle, oder Bonus auf Fertigkeitswürfe. Zweimal würfeln und das bessere Ergebnis nehmen. Schwungvolle Magie. Dann werden zwei betroffen von der Magie. Ist nicht schlecht. Überschalltempo. Azada steht unter dem Einfluss eines Hasszaubers, solange er an einem Kampf teilnimmt. Alle Waffenangriffe und so weiter. Und hier wunderbare Ausdauer. Also ich finde schwungvolle Magie schön. Fertig. Ja, gut, Tadel. Was soll ich sonst auswählen? Auf der Stufe 3 können wir noch mit einer Redegewandtheit nehmen. Auf der Stufe 4 nehme ich mal noch das ist Blindsicht, erzwungene Reue, Friedensschwur. Immer Regenbogenmuster. Auf der Stufe 5 nehmen wir das Lied der Zwietracht, das ist gemein bei Gegnern. Und auf der Stufe 6 gibt es sogar zwei Zauber, die wir uns aussuchen können. Also gelb, diese Zauber, das ist aber komisch. Urzeitliche Rückverwandlung, das hat schon Deran. Das nehmen wir also nicht. Die überwältigende Ehrfurcht hat auch schon Deran, nehmen wir auch nicht. Traumumhang hat bisher nur Voljev. Du bist von einem einschäfernden Aroma umgeben, durch das alle lebenden Kreaturen einen Radius von 5 Fuß einen Willenswurf machen und wenn der misslingt, versinken sie eine Minute lang im Schlaf. Massensegen des Glücks oder der Entschlossenheit. Dann eines Wahnsinns, innere Ruhe. Nehmen wir die innere Ruhe schon auf alle Fälle mal. Großer Heldenmut. Fröhliche Gelassenheit hat Sosiel. Das ist ja das ja auch. Ich nehme mal diese beiden Dinger, teilweise aus rollenspielerischen Gründen. Und ja, dann kommt hier noch irgendwas dazu. Warum auch immer hier ein toter Tiergefährte, kriegen wir nochmal oben drauf. Das ist ja umso besser. So. Jetzt haben wir den Salat. Die Entscheidung ist gefallen. Jetzt musst du sie nur noch allen verkünden. Hier sehen wir nochmal, welche Legendenwege es gibt. Aion, Engel, Azatha, Dämon, Lichttrickser oder Drache tatsächlich. Und ich entscheide mich jetzt hier natürlich für Azatha. Was anderes kann ich gar nicht auswählen. Ich hätte vielleicht dieser Macht entsagen können. Wie aber könnte ich je meine Leute und meinen Drachen aufgeben? Your pride will destroy you. And perhaps all of Golarion with you. But I shall not intervene now, so as to avoid causing even more suffering to this world. Farewell. Ymeda, er ist jetzt richtig grantig. Euer Stolz wird euer Untergang sein. Und womöglich auch der von ganz Golarion. Ich werde jedoch vorerst nicht eingreifen, da ich dieser Welt nicht noch mehr Leid zufügen möchte.
Lebt wohl. Ja, also Nokori, das hätte man auch irgendwie anders formulieren können. Ja, also ein bisschen diplomatischer, ein bisschen demutsvoller. You are the embodiment of the Song of Elysium, a living symphony of freedom and joy. Arushale findet's gut. Ihr seid die Verkörperung des Lieds von Elysium, eine lebende Sinfonie der Freiheit und Freude. It would have been so foolish for you to reject your powers. So many victories, so many achievements lie ahead for you. Well, go now. Capture Arilu and prove which of you is making the best use of her invention. I'll be watching you. Nocticula zwinkert ihr verschmitzt zu. Es wäre töricht von euch gewesen, euren Kräften zu entsagen. So viele Siege, so viele Erfolge liegen noch vor euch. Nun denn, macht euch auf den Weg und schnappt euch Arilu, um herauszufinden, wer von euch ihre Erfindung am besten zu nutzen weiß. Ich werde euch beobachten. Die Dämonenherrscherin wirft ihr einen Kuss zu und verschwindet. Die Wachenliegestütze. Jagd nach der Albtraumspinnerin, mit Hilor reden, ja. Ja, und jetzt geht das Theater mit dem Kreuzzug wieder los und ich fürchte, dass jetzt Hinz und Kunz, Kunz und Hinz, Müller, Meier und Schmidt ankommen werden, um uns hier mit ihren Problemen und Problemchen zu überrollen. Und ich habe nicht mal die Gelegenheit, irgendwie zu speichern, aber... Was mut dat mut, allerdings mut dat hier erst in der nächsten Episode. Also bis dahin!